Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Odyssey. Hier sind ein paar, die gestohlene Opfergabe, wurde gebrandschatzt, braucht eine Söldnung, um für göttliche Bestrafung zu sorgen. Ein gefährlicher Weg, ach wir nehmen mal alles an, ja? Verbrannte Männer. Zu viele Fragen. Das nehmen wir auch. Aber das ist in 16 Stunden, da bin ich... Ja, das hätte ich nicht nehmen müssen. In 16 Stunden bin ich noch nicht so weit. Malakka. Was Malakka? Dass nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahm die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Also gut, ich helfe dir. Aber... Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Da fällt mir ein, ich fand einen toten Priester. Er hatte einen Brief bei sich. Ja, brat mir einen Storch und nenn mich Hermes. Sie waren es. Was stand drin? Dass sie zur Despina-Festung wollen, um ihre Beute zu verkaufen. Dort gehe ich auch hin. Oh. Okay. Saphire. Sind im Pokes. Sie sind im westlichen Teil des Hügels des Heiligen Krieges. Sie sind in der Despina-Festung. Okay. Was ist das schon wieder? Ich habe deine Nachricht gesehen. Worum geht es? Ach so. Der Tempel wurde geplündert. Die heiligen Opfergaben sind fort. Weißt du, wer sie gestohlen hat? Bestimmt diese Banditen. Ihr Lager ist in der Nähe. Die Töchter meiner Familie bewachen den Tempel schon seit 5 Generationen. Man würde mir nie verzeihen, wenn wir sie nicht zurückbekommen. Und jetzt soll ich sie den Banditen abnehmen. Ja, zurück zu mir. Und ohne einen Kratzer, bitte. Ich bin genau die Richtige. Du verrichtest das Werk der Götter. Überlass das ruhig mir. Okay. Wir schauen auf die Karte. So viele Quests jetzt angenommen. So, in Pokes.
Hier. Ein alter Söldner aus Kefalenia war müde, während er einen Schatz bewachte. Scheint Priester ihn. Gut, das machen wir. Was ist das? Achso. Ja, ja. Das machen wir alles, wenn wir das gemacht haben. Gut. Dann raus hier und dann rufen wir unsere Pferdchen. Schon lange nicht mehr geritten. Sollen wir zum Schmied mal kurz? Ich lasse mich immer ablenken, sorry. Herzlich willkommen! Aha. Kriegssense. Speere haben wir keine. Was hat er denn so? Fleischwolf. Schwere Keule. Hier, Speer. Selten. Sollen wir mal einen Speer uns besorgen? Oder meint ihr, wir finden einen? Ach, ich denke, wir werden schon mal einen kriegen. Auch wenn ich verbessern. Was verbessern wir denn? Was unser. Was ist denn das? Speer haben wir ja. Verbessern geht nicht. Wieso nicht? Was fehlt uns denn? 72 Holz. 61 davon. 95. Wieso geht das nicht? Kann man die nicht mehr verbessern? Okay. Kopfhaken. Sehr gut. Unsere Kleidung kann man wohl auch nicht mehr verbessern. Krieger. Schaden haben wir da drauf. Kann ich auch nicht mehr. Wir haben keine Fälle mehr. Okay, aber ist den Speer nicht. Jetzt habe ich auch keine Steine mehr. Gravierung, kann man da noch was machen? Jägerschaden, Feuerschaden. Schaden bei Tieren. Ja. Weil. Huch. Wir haben ja nicht. Schlachtruf brauchen wir nicht. Sonst noch was? Hier unseren Bogen eventuell. Auf Bogen gehen wir im Moment nicht. Ich weiß es nicht. Das hier vielleicht noch. Schwere Klinge Schaden. Ich würde das hier gerne. Kann ich das nicht?
Giftschaden. Kritischer Attentatschaden. Gut. So, das soll es gewesen sein. Frag, wonach dein Herz verlangt. Ja, fürs Erste. Wir gehen richtig auf Attentat. Assassinmäßig. So. Was ist denn darüber? Ich gehe erstmal ohne Pferd, dann kommen wir hier ein bisschen runter. Ich muss eh wieder klettern wahrscheinlich. Oh. This is very tief. Da hoch müssen wir. Warum gehe ich dann hier runter? Jetzt ist der Weg halt. So. Der hat mir aber jetzt eine geschellert. Oh, wie das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Okay. Was für ein Elixier erfordert solche Zutaten? Ach ja, da war ja noch was. Elixier. Okay, wir müssen aber darüber. Da war ja noch was mit einem Elixier, glaube ich. Weißt du nicht mehr, was? Da ist ein Fragezeichen. Nehmen wir mit. Die Spinnerfestung. Ja. Schön. Nee. Jetzt wartet doch mal. Na toll. Tam, 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 tam. Ich sehe sie. Aber hast du auch mal gesehen, wie viele Leute da sind? Ah, man kommt von da rein. Da war auch noch was. Entschuldigung. Sonst alles finito.
Also wir können von da rein. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ich dachte, das wäre ein Höhleneingang. Geh mal runter. Hallo. Entschuldigung. Ich bin am Husten einfach, ich muss mal was trinken. So. Das sollte die Spartaner treffen. Willst du die Fackel auch wieder? Ich weiß gar nicht, wie habe ich denn die Fackel? So. Gut, da hinten ist einer. Aufpassen. Attentat halten, kritischer Treffer. Einer ist weg. Hier wer? Ich nehme mir den da, der schläft als erstes. Oder soll man ihn schlafen lassen? Toll, jetzt steht er auch auf. Ah, das war eine Kiste. Ich muss nochmal zurück. Oben. Willst du die Leiter benutzen? Ach, bitte. Nimm die olle Leiter. Danke. Rad. Aufbold, Kampfhandschuhe. Alles mitnehmen. So. Keine Sorge. Ich räche dich. Ja, rächst du dich. Vielleicht bist du ja der Nächste. Aber zwei da. Das ist nix. Jetzt Moment warten. Hier bei mir ist nichts. Findet die Ratte endlich! Ja. Hm.
kleben jetzt Popo an Popo. Sie ist entwischt. Vorerst. Wir sollten hier nicht länger rumstehen, oder? Okay, gehen beide rein. Eine geht da runter. Dann geht da rüber. Gut. Hätten wir den auch. War jetzt. War halt ein bisschen härter. Okay, oben ist noch ein. Wir töten alles, was hier ist. Der liegt da ganz gut in der Ecke. Da ist noch einer. Am Bären oder so. Da drin. Ist das wirklich ein Bär? Es sind viele zu töten. Okay, er trägt seinen Kollegen weg. Das ist sehr nett. Ist mies, was ich mache, aber sehr schön. Ha.
Okay. Bleiben wir mal hier. Was ist H? Können wir da rüber springen? Oder sieht er uns dann? Noch einer. Angeschlichen. Das wird eine lange Folge heute. Mist, wenn ich ihn jetzt aber platt mache, dann... Komm doch auch. Attentat macht sehr viel Spaß, muss ich schon sagen. Da hat man richtig Lust, diese ganzen Sachen hier zu machen. Die Seite ist jetzt ein bisschen sauber. Jetzt gehen wir zum nächsten. Welche Mörderin ist unterwegs? Wieso nehme ich volliges Fleisch mit? Kann man das nicht aufschießen? Nice.
Nein, wie mache ich das mit dem Feuer? Keine Feuer hier. Doch, ich. Siehst du was? Ich habe nichts gefunden. Arbeitet für euren Sold. So, natürlich. Wir achten aufeinander. Tja, ich war ein bisschen ruhig. So. Wir haben die Katze befreit. War der Bär? Ja, ich weiß. Doch, kann ich. Warum stirbst du nicht einfach? Deine Zeit ist abgelaufen. Alaka, weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Er lernte dich zu kämpfen. Okay, wir laufen mal ein bisschen.
gebe nicht auf, bis ich sie... Wow! Das dauert nicht lange! Nun gut. Ich habe dich befreit, du blöde Katze. Wo ist denn der Bär? Der Bär ist immer noch. Da ist noch eine Kiste. Wir haben es bald. Genau. Also langsam nervt es. Nun gut. Er trägt seinen Bruder mit der Hirn entlang. Wir haben es bald. Nichts. Okay. Ja, wo ist sie denn hin? Ja.
Martin das Gift. Gut, wir sind so ein bisschen frei jetzt. Jetzt holen wir uns die Sachen, die wir alle brauchen. Ein Fingerzeig, griechische Weltfokus. Im Tal der Schlangen liegt ein halb vergrabener Titan. Von dort, wo sein bemuster Finger hinzeigt, gehe nach Norden. Du findest mich auf dem Gipfel. Huch. Aus. Puh. Nein, du sollst springen. Da drinnen irgendwie. Oben. Ah, nimm doch die Leiter. Na, ist die Leiter? Da. Hier sind sie. Sehr schön. Ein bisschen blutig. Aber sie glänzen noch wie Saphire. Okay. Eigentlich brauchen wir auch nicht mehr so schleichen. Der eine dahin auf seinem Pferd. Viel Money, Money. Und eine Fackel. Nun gut. Okay, haben wir. Da ist noch eine Kiste. Aua. Schwere Athena Brustplatte. Gut, hier ist noch was. Dann bringt das nicht. Nee. Gut, jetzt. Dann haben wir da noch die lilane Kiste. Und ich weiß, die haben wir dann alles. Nein, haben wir nicht. Da ist noch eine Kiste. Wie konnte ich die übersehen?
Sehr schön. Jetzt aber. Ich nehme alles mit. Ich brauche alles. Alles. Das ganze Geld. Ich bin gierig. Oh, 1137 Drachmen. Was haben wir jetzt noch zu tun? Ist der Ort jetzt hier abgeschlossen? Keine Ahnung. Wo sehe ich das denn? Oh nein. Ist gut, ist gut. Wir haben hier alles gemacht, oder? Da wäre noch eine Quest. 158 Metern. Da lebt noch einer. Ja, es sieht aus, als hätte ich die Festung durch. Oder? Ich denke schon. Aber gut, ihr Lieben, das war eine sehr lange Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin, adios.